Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Mod Let's Play zu Minecraft. Jo, hier haben wir eine große Ziege, da diese Waldziegen. Und ich habe noch ein Icon gefunden. Und zwar Leere Galar TM. Auf der Suche nach einem guten Thumbnail. Und jo, jetzt bin ich wieder hier. Also ich bin nach Norden gegangen, wo wir schon waren. Und habe einfach. Ja, die Kronleuchte noch ein bisschen aufgenommen. So. Und hier haben wir Torfblock. Der macht nichts. Nur Torf. Okay. Okay, hier oben können wir nicht durch. Genau, das ist das Kleine und das die Nachentwicklung war das. Dort beim Gigadynamax Stein. So, ja, wir sind in einem dichten Wald. Meine Stimme ist ein bisschen trocken. Aber okay, es ist schon wieder gut. Genau, jetzt sind wir im Sumpf, wo wir hinwollten. Und hier haben wir jetzt wieder andere Pokémon. Zum Beispiel ein Lord da, Morlord, glaube ich. Aber nur mit einem O, okay. So. Da haben wir eine Ruine, okay. Gucken wir gleich mal. Jetzt mal kurz hier schauen. So. Nix hier. Also. Kaninchen. Eichhörnchen-Pokémon wieder. Kuwait. Aha, das ist nur so wie den Galar. Ein Gigantomax, genau. Hey, yo. Also, ja, im Sumpf hat es nicht so viele Pokémon, scheinbar. Ich habe ja alles ein bisschen, ja, mehr gemacht und ich sehe einfach noch nicht so viel von dem Meer. Aber es ist halt schwer für einen Mod und für Minecraft da immer gut zu spawnen. Da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. Manchmal ein bisschen stehen bleiben. Da kommen schon Pokémon. Oh, da haben wir wieder das Große. Ist auch wieder eine Arena. Schon wieder Galaxis? Glaube nicht. Also es sieht ein bisschen danach aus von den Blöcken, aber denke nicht. So, hier sieht es richtig schön aus hier unten. Da. Unter Wasser. So. Aha. Okay, die Dinger sind wieder groß. Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen. F7 war. Nein, es war ja nur. Doch, doch, es war F7. Hä? Hey, geht es nicht mehr? Weil das ist ja ein neuer Mod, also der Physics-Mod für 1. Nein, für 1.18, deshalb geht es nicht, stimmt. Also nochmals runtersetzen, ey. Tja, immer wenn man das Spiel neu startet, muss alles wieder zurücksetzen von Physics Mod. Das war früher oder einfach in der neuen Version ist es, glaube ich, nicht mehr. Und das müssen sie unbedingt mit der 1.16 noch machen. Wasserwurzeln, Dynamic Trees. Okay, cool. So, auch ein Pokémon, das ich eigentlich fangen möchte. Ja, okay, es ist ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu schnell. Also doch, das ist wieder Galaxie, das ist wieder der gleiche Kronleucht. Okay, die kommen ein bisschen zu viel vor, diese Fundamente. Hä? Naja. Hauptsache, wir können irgendwas abgreifen. So, und zwar ja bei der Überschwemmung hoch. Gut. Ein Boss selten. Ja, in die Stadt gehe ich jetzt nicht. Jetzt einfach hier hinten. Kurz mal schauen. Wo sind denn die guten Häuser? Ein Wachturm ist eigentlich auch ziemlich. Oh, wir sind voll. Boah.
Okay, wir haben unsere Hauptfeinde entdeckt. Die müssen wir alle auslöschen. Das ist ein Biber. Ja, es sind eigentlich nicht so viele Gebäude mit irgendwas drin. Ah, hier. Gut. Dann nehmen wir noch die mit, der alte Heiler nehmen wir mit. Ja, und die. Also ich tue jetzt, denke ich, mal kurz zurück in Ur. Aha, Level 36er. Ur. Also machen wir doch hier auch nochmals. Sumpf Galaxie. So. Gehen zurück ins Lager. Wir müssen wieder ein paar Sachen ausladen. Nugget, Stahljuwel, Galatian, Silizium gehört hier rein. Das. Und so langsam brauchen wir wieder eine extra Kiste. Haben wir irgendwo einen großen Baum? Ja, wir machen jetzt einfach mal die weiteren nächsten Bäume hier oben weg. Und ja, ich habe noch nicht so viel nachgedacht über die Villa, die ich bauen möchte. Ich will einfach eventuell so ein bisschen, ja, die Zivilisationen von Pokémon oder so einfach, also die Typen vor allem einfach. Die verschiedenen Pokémon-Typen. Mit so ein bisschen, weiß nicht, so spanischem Flair oder so, Urlaubsfeeling. Irgendwie soll das einbauen, mischen und ja, schön dekorieren. So, viele Bäume müssen wir nicht fällen. Ein paar Truhen. Gut. Und ja, mal schauen, was wir so dekorieren können. Das. Also, ja, ich habe so bisschen im Kopf, was man alles noch craften kann oder finden kann. Aber ich weiß nicht, ob das noch geht und ob's ja, ob's einfach Plugins waren damals oder so. Ich habe ja gute Minecraft Server gemacht, die waren richtig groß auch schnell. Ich hatte erst irgendwie vor ein paar Jahren mal noch einen Pixelmon Server, der aber nicht mehr so gut ankam. Der hat einfach langsam einfach so halt das Modpack, also ja, ich glaube es war ein Modpack oder so, hatte. Das niemand jetzt unbedingt, ja, installieren wollte. So, Machoban. Wieder brauchen wir auch nicht hier, Spezialität. Die Beere pflanzen wir an. Der Rubin gehört hier rein. Dann machen wir hier doch mal so eine Essenskiste. Okay, Schwarzwolf hat hier keinen Platz mehr. Genau, die Sachen. Was ist das mit dem Arbeitsplatz? Grauer Arbeitsplatz. Oder ist einfach ein PC? Zauberwasser, genau. Pikachu-Tasse. Lucky Punch. Du gehörst hier rein. Da sind die Hölzer. Die Erde kommt auch hier rein. Die Kohle kann hier rein. Und dann machen wir doch mal hier oben die anderen Pokémon-Items rein. So. Die Hacke kommt noch rein. Hallo, Hacke. Kompass könnte auch mal hier noch. Die zwei Kompasse kommen hier oben hin. Genau. Und dann haben wir hier nochmals zwei Bäume. Gut. Das sieht schön aus. Wow, das sind die Apricot-Bäume. Die sehen auch cool aus. Okay, die sind reif scheinbar. Ah, wenn M1 ausgerüstet ist, geht's nicht mehr. Oh. Haben die nicht eine andere Farbe?
Die haben doch braun oder so. Könnte vielleicht so, ja, pink. Es gibt so eine Art Pink-Pokémon-Typ, also Ding. Ja. So wie Shiny ist einfach pink. Aber das werden wir dann wissen, wenn wir sie fangen können. Wenn wir auch ein Flug-Pokémon endlich haben. Also ich könnte wirklich meine Eule langsam trainieren, aber. Jo, dann sind einfach die anderen Pokémon halt schon sehr. Die anderen Welten-Pokémon schon sehr groß, oder? Könnten, nein, mit Schwalbini können wir nicht fliegen, das ist zu klein. Ja, es kann schon sicher sein. Es kann schon gehen. Das Pokémon hier. Komme, hab's. Hallo. Level 8. Linkschuss. Okay. Oh, jetzt müssen wir das schon fangen. Nein, nicht das. Das da. Superball. Oh, wo willst du hin? Drago, nicht so weit wegwerfen. Das Pokémon ist vor mir. Also wenn es eine gute Weiterentwicklung oder sogar zwei Weiterentwicklungen hat, dann möchte ich das jetzt ja nicht trainieren. Aber eben, wir haben kein Pokémon-PC. Ja, also dann gehen wir wieder zurück. Wo haben wir gesagt? In Sumpf. So. Also gehen wir einfach weiter. Und zwar wollte ich ja noch irgendwo zurück zu dieser Stadt, gell? Aber es lohnt sich einfach nicht so sehr. Ja, ich will wieder durchs Gebirge schon mal weitergehen. Oder es sind die Städte, es gibt viele Items, aber dann eben wieder die gleichen. Und jo, ich weiß es nicht. Also diese Arenen sind ja immer so einfach kleine Arenen. Da ist eine von diesen Barracuda-Dingen. Oh, schöner großer Baum. Also der Dynamic Trees Mod, der gefällt mir sehr. Sieht alles so realer aus. Jo, aber irgendwie, ja, Macholo. Es hat einfach nicht so viele. Im Wald oder so ist auch nichts. Okay. Jo. Ich möchte mal kurz das Schwächste. Scovet. Und dann einfach mal ein bisschen kämpfen mit dem. Solange es überlebt. Also schauen wir mal Kleinstein. Also das ist wahrscheinlich ein normaler Pokémon. Kleinstein nicht, aber Macholo. Biss gegen Kampf. Ist böse gegen Kampf gut? Das ist nicht sehr effektiv. Nee. Stärke 0. Ich tue mal austauschen, weil das ist jetzt nicht gerade eine gute Klasse gegen dieses. Oh je, oh je. Funkensprung, das kenne ich nicht. Ja, ich habe null Chancen. Ich will das Carpathon. Ja, also Kampf als Macholo kann schon sehr stark sein. Stärker als andere, wo größere Level haben. Und was war das? Eine Attacke. Weiß ich es gerade nicht mehr. Oh, Bruchstein, cool. Oh, Glumanda. Level 10. Ja, wir haben kein gutes Pokémon gegen das Glumanda.
Ich wage es jetzt mal und wechsle zu. Oh je, ich habe ein Problem. Nockli. Glut ist nicht sehr effektiv. Gut. Setze mir eine gute Attacke ein. Katapult. Okay. Ich habe verstanden, Glumanda. Ich hab's verstanden. Tut mir leid. Meine Güte, hey. Man kann auch nicht so gut kämpfen. Die Attacken sind dann wieder zu stark, oder? Entweder sind sie komplett irgendwie uneffektiv oder sehr schwach. Oder so Katapult mit 40 war es, glaube ich, oder 50, 60. Ist dann zu stark, weil es halt sehr effektiv noch ist. Also ich fand das auch immer ein bisschen doof, dass sehr effektiv sofort wieder irgendwie, weiß nicht, 50% mehr Schaden heißt oder so. Und 100% mehr Schaden. Die Dinger sind ein bisschen zu weit auseinander, so diese Cliffs, oder? Wie stark ist eine Attacke auf einen bestimmten Typ oder so? Ist einfach zu stark oder viermal Effektivität auch. Kannst du ja keine Pokémon fangen. Aber Tanzer kann ich fangen. Ja, da wieder die Frage, welches Pokémon einsetzen? Also gegen Fampi? Biss, komm. Du bist einfach sehr schwach. Ah, das Boden-Pokémon. Oh, das ist wichtig wegen Leder. Und das andere da. So, und zwar ist das halt auch, glaube ich, Stein oder so. Ja, Biss können wir schon mal ausprobieren. Nein, Stachel, das ist nicht gut, weil dann können wir nicht gut wechseln. Okay. Bodycheck. Oh, gut, hat es noch überlebt. Macht nämlich irgendwie, weiß nicht wie viel Prozent, 30% Wickenschaden. Wahrscheinlich weniger, 15% oder so. Aber Tanzer ist mein Lieblings-Pokémon. Ich habe damals das Pokémon gesehen, gefangen. Weil ich einmal in der Nacht gespielt habe. Und das während der Schule und während dem Training. Oder? Und, also während dem Training habe ich viel Fußball gespielt. Am Tag und in der Nacht, da konnte ich nicht schlafen, habe ich gespielt. Und war das dann im Wald. Und ich habe so mich mega gefreut. Ich habe jetzt ein Pokémon, wo die anderen von der Schule noch nicht haben. Und ich habe mich so mega gefreut und alle haben so gesagt, hä? So was gibt es und so. Aber nicht so, wie ich erwartet habe. Nicht so, wow, das ist sicher ein starkes Pokémon. Sondern eher so, hä? Was ist das? Haben alle gerätselt, was das ist. Aber vom Namen her haben sie es dann natürlich schon erkannt. Also es ist irgendwie so, ja, Tanzapfen heißt er. Man weiß es sofort. Halt schon irgendwie. Ja, damals hatte man kein Internet, man hatte keine Information, alles war neu. Und du hattest einfach dann so ein Pokémon, hattest es vorgestellt, die Leute haben wow gesagt, also so ein bisschen gesagt, oh cool, es gibt noch ein Pokémon. Und ja, die meisten konnten halt in der Nacht oder am Abend einfach nicht spielen, haben halt nie Nacht gehabt. Und ja, es ist einfach so erwartet, erwartungsvoll, oh. Habe ich wieder eine Idee, ich kann wieder ein neues Pokémon fangen und ja, aber eben gut angekommen ist das Pokémon natürlich nicht. Es war nur so überraschend, oder? Also ein Klonkett und so kann ich eigentlich mit dem Knuffelser besiegen. Ja, jetzt erst mal schlafen. Wieso habe ich hier nicht irgendwie, weiß nicht, eine Attacke, Rankniebel oder so, vielleicht kommt sie erst.
Okay, es ist, machen wir Giftpuder, damit es wenigstens schaden kann. Oh je, oh je. Okay, Wickel. Manche Pokémon sind so schon noch schwach am Anfang. Genauigkeit. Ausgewichen. Komm, Bautz, du schaffst es. Ja, so leicht wie Pokémon spielen. Spiele sind nicht, ist Pixelmon nicht. Wegen dieser Randomness. Da müssen wir halt schauen, dass wir da doch ein bisschen mehr tauschen oder was. Okay, das ist gut wegen dieser Lohe-Routen. Wer sind sie? Lohe-Staub, genau. So. Also, dann mache ich doch mal mit Bautz einfach ein bisschen weiter. Ich gehe mit Scovid rein. Also das auch noch leveln. Ich möchte gerne die zweite. Oh, hier ist sehr effektiv. Ich möchte ja gerne die zweite Entwicklung haben und Fliegen halt irgendwo finden oder hier erlernen. Ich denke, bei Pokémon erlernen kann man das dann lernen für Bautz. Oder die Weiterentwicklung. Vielleicht erst die dritte Entwicklung. Also die dritte Form. Meine Güte, ich bekomme so viel Schaden von diesem Pokémon. So. Bautz hat auch Level 14 erreicht. Jo, also Pokémon Center. Müssten wir doch in die Stadt gehen oder so. Was bist du? Ein Kleinstein könnte ich vielleicht noch besiegen. Okay, gut. Blatt weg direkt. So. Okay, wieso kann das auswählen? Ah, das ist so ein, ja, 1% Leben. Das ist noch Schattenstoß. Gut. Oh, und Feuerstein. Cool. Also, das Cover ist Level 8. Ja, das war Level 7, glaube ich. Ja, schauen wir mal auf die Map. Okay, keine Stadt, kein Dorf. Dort ist aber irgendwas. Okay, ich müsste in die andere Richtung gehen. Da ist aber irgendwas Besonderes. Gehen wir mal dorthin, hä? Da war die Richtung ungefähr. Ich möchte gerne auf einen Pokémon reiten. Ich kann ja mal probieren. Hat er sie tot, besiegt. Will auch drauf reiten. Ah, oh, wir brauchen größere Pokémon. Was ist das hier gewesen? Illumise. So ein Käfer. Männlich und weiblich Form. Pokémon aus der dritten Generation. Und Illumise ist das Weibchen. So, ungefähr in die Richtung jetzt. Jo, es geht eigentlich gut mit dem Leveln. Das, was wir eigentlich ja wollten. Wir wollten ja gute Pokémon fangen. Wir wollten interessante Pokémon mal leveln. Und ja, es geht eigentlich relativ gut. Nur müssen wir halt immer wieder ständig heilen oder einfach abwarten können. Okay, der ist so geil. Guck mal da. Den kenne ich noch von Kollegen. Oft geredet über den. So Memes gemacht. Eneko auch. Eneko ist so ein... Ich habe damals Mystery Dungeons gespielt und das war so ein typisches Pokémon, was er aufgetreten ist. Und ein Galar Zigzags. Die kenne ich auch.
War so ein bisschen gehypt auf diese Version. Weiß ich gar nicht, wie die heißen. Schwert und Schild, oder? Jo. Ah, ein Pokémon-Stopp. Cool. So, was ist im Fass? Ritan. Noch mehr Brot. Ja, und schon ist wieder unser Inventar wieder komplett gefüllt. Denke, Komposter kann ich mal mitnehmen. Safari Ball. Das andere sieht nämlich trotzdem mit. Trank brauchen wir nicht. Schweinefleisch ist wertvoll. Jo. So ein Mist, dass wir so viel. Ja. Wenn wir mal kurz schauen. Haben wir ein Backpack? Ja, wir haben die. Also Leder haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir einfach noch Glas. Also müssen wir irgendwo Sand abbauen. Und noch ein paar Sachen. Ich brauche noch ja, Goldbarren. Müssen halt erfahren. Wir können ja hier dann nochmal noch eine Mine machen. Wieso nicht hier? Hier einfach so eine Mine machen und ein bisschen graben. Minen. Amen. So. Gut. Ja, ein bisschen haben wir noch Zeit zum Ausräumen. Das, die Fässer. Ja, die muss ich jetzt mal hier. So, genau. Besser hintun. Schweinefleisch. Ah, die mache ich ja sowieso oben, haben wir gesagt. Die Essenstruhe. Dann haben wir ja noch Lohe. So, das wenn leck. Es tun manchmal irgendwelche Pokémon oder so. Spawnen, dann kommt kurz ein Leck. Eine Karotte, genau. Also zuerst einmal hier reinstecken. Wiederball, okay. War nicht hier. Hier auch nicht. Ich habe doch irgendwo Safari-Bälle gehabt. Oder habe ich die benutzt? Hornschädel. Krapobeere, Rosenrauch kommt auch oben. Kristall, Heißbrocken, Glücksrauch. Ist das hoch? Verschmelz. Torfblock. Kühlschrank. Gold haben wir. Also brauchen wir eigentlich nur Sand. Müssen wir irgendwo Sand abbauen? Machen wir das heute, also schauen wir das heute noch kurz an mit dem Sand. Und irgendwo noch ein Pokémon-Block, normaler Block. Nicht? Lasst euch doch reinstecken. Okay, sehr gut. Kühlschrank auch. Also diese Beeren noch. Ja, jetzt haben wir wirklich wenig Zeit noch. Müssen wir uns erinnern dann. Drago, mach doch noch Sand holen. Strudel. Ein Strudeldrudel. So, und wo haben wir es? Mine Farm. Haben wir irgendwo Sand? Ja, da. Okay, machen wir doch das noch kurz. Ich denke, das reicht. Hä? Machen wir doch das erstmal so. Gut, dann müssen wir noch kurz zurückgehen. Und das mal in den Ofen. Hier haben wir noch Eisen, sehr gut. Das brauchen wir auch, oder? Nein. Genau. Wir brauchen noch mehr Eisenbahn. Haben wir hier noch? Oh, Eisen.
so wenig Eisen schon gesammelt. Müssen wir doch noch mal. Überraschend. So wenig Eisen hier. Na gut, dann machen wir doch noch kurz ein paar Essenssachen rein, dass wir das schon gemacht haben. So, aber alles haben wir noch nicht gemacht. Ja. Alles Essen haben wir noch nicht. Also es reicht noch nicht mit dem Eisen und so. Aber gut, das müssen wir im nächsten Part machen. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.